Aber ja, auch nachher geht es nur noch auf die Siegerehrung. Und das geht zumindest auch ohne Eisen. Harry Smolders, Christian Ahlmann, Juri Mansur. So, und jetzt drückt nicht nur ganz Hamburg die Daumen, sondern ich hoffe auch all diejenigen, die an den Rechnern sitzen, die ganzen Casal-Fans und Freunde. Das letzte Springen, das letzte Stechen, meine Damen und Herren, was Sie von Casal jetzt miterleben dürfen. Ideal. 15, 16, er ist vor. Er ist in der Zwischenzeit schneller. Er ist in der Zwischenzeit schneller als ein Harry Smolders. Und es kommt drauf an, es kommt auf diese letzten Meter drauf an. Er muss immer wieder zwischendurch ihn anschieben. Er muss gerade hier den Fluss behalten in diese Kombination. Leicht nochmal das Ganze korrigieren. Und jetzt alles auf eine Karte setzen zum letzten, damit das am Ende noch reicht, den Stock noch mit benutzen. Und die bleiben null und holen sich am Ende, das ist der absolute Wahnsinn. Das nennt man einen Sieg schenken. Rolf-Göran Bengtsson schenkt es diesem Hengst. Das, was er verdient hat. Tja, die Taschentücher dürfen wahrscheinlich jetzt auch ein ganz klein wenig feucht von Tränen sein. Wir werden die letzten halben Stunden verwenden, glaube ich, um diesen Paar zujubeln zu dürfen. Bei seinem letzten Auftritt, das war nicht geschenkt, das war erkämpft. Der Sieg für Casal bei seinem letzten Springen, bei seinem letzten Auftritt. Danke Casal und danke ganz besonders Rolf-Göran Bengtsson, dass du diesem Pferd diesen Sieg geschenkt hast. Die Taschen sind in der Ordnung der Weide hinaus.